Hallo, ich bin Albert Eduard Mate. Ich bin der Inhaber von der Firma Sauber wie noch nie. Genau, ich bin Anne Pruckdorfer, ich arbeite auch bei der Firma Sauber wie noch nie und kümmere mich so im Betrieb darum, um die Qualitätssicherung, Kundenmanagement, um die Telefonakquise, kümmere mich auch um Bewerbungsgespräche, genau. Genau. Ansonsten, wir sind in München. Und wir haben momentan um die 30 Mitarbeiter und ja, wir sind eine wachsende Firma und sehr happy bei EMR dabei zu sein. Es ist ganz einfach passiert. Ich habe verschiedene Sachen im Internet recherchiert und gesucht und es war tatsächlich so, dass ich bei der Kalkulation recherchiert habe und ich habe auf Google eingegeben, auf YouTube und dann bin auf dich gestoßen, also auf EMR. Da waren ganz viele Videos und dann habe ich einfach angefangen, die Videos anzuschauen und dann fand ich das mega cool. Und es hat nicht lange gedauert, vielleicht 2 Minuten und dann habe ich sofort mich gemeldet und ich habe gesagt, ich möchte gerne dabei sein, also in der EMR Akademie, dass ich das dann. Ich bin so ein Typ, der, wenn was entdeckt, dann möchte ich sofort umsetzen und lernen. Und so habe ich euch gefunden. Wir sind jetzt knapp seit einem Jahr dabei. Was verbessert hat, die Verständnis, was wie ein Reinigungsunternehmer funktionieren sollte, weil ich habe alles selber erfunden und ich habe natürlich auch verschiedene andere Seminare besucht bezüglich Persönlichkeitsentwicklung, Business und Management. Aber wie dann jetzt so genau eine Reinigungsfirma funktioniert, wollte ich unbedingt von einem Profi lernen und es hat sich, wie gesagt, erstmal die Verständnis dafür, was so was funktioniert, wie sowas funktioniert, was alles dazugehört, die Strukturierung, dann welche Prozesse und Systeme wir brauchen, damit eine Reinigungsfirma gut und schnell wachsen kann und das alles schön sich aufeinander aufbaut und nicht irgendwann wieder zusammenbricht. Weil ich habe das als Alleinkämpfer 10 Jahre gemacht und habe immer wieder von vorne angefangen, weil verschiedene Sachen halt nicht funktioniert haben. Und EMR war dann das Beste, wie das gekommen ist, weil sofort habe ich gesagt, okay, von Umut möchte ich lernen. Er ist schon diesen Weg gegangen, er hat schon alles gemacht und nehme ich alles mit, was ich kann. Früher gab es fast nichts. Es gab so einen Ball und an diesem Ball war alles dran geklebt und je nachdem, welche Seite ich angeschaut habe, dann habe ich was gemacht und da was gemacht und es war ziemlich ein Durcheinander sozusagen. Wir haben früher keinen Vertrieb gehabt. Wir haben hauptsächlich nur Subunternehmer Aufträge ausgeführt. Ganz wenige eigene Kunden. Dadurch, dass wir keinen Vertrieb gemacht haben, natürlich, wir haben uns nur auf die Auftragsausführung uns konzentriert, von das, was wir bekommen haben von unseren größeren Unternehmen. Und wir haben keine Webseite gehabt. Wir haben keine Facebook gehabt. Wir haben nichts gehabt. Ja, also ich war überall und nirgendwo, keine Struktur und das ist so der Stand der Dinge, bevor ich dich und EMR-Strategie kennengelernt habe. Jetzt, seit ich dann dabei bin, wir haben mit dem Vertrieb aufgebaut. Dann ist Anne dazu gekommen, ist eingestiegen. Das kurz unter die Lupe genommen, stark aufgebaut und Anne ist mittlerweile jetzt Betriebsleitung auch und Anne ist in ganz viele Bereiche noch drin, aber alles, was Anne macht, hat so in der Form nicht existiert, hat nur in meinem Kopf existiert und wenn ich dann dazu gekommen bin, weil ich da nicht selber gearbeitet habe, habe ein bisschen was gemacht, wenn nicht, halt nicht. Genau, und dann die Digitalisierung. Wir haben im Vertrieb alles digitalisiert. Die Mitarbeiter, die jetzt dort arbeiten, können von überall arbeiten. Die müssen nicht ins Büro kommen und irgendwie Sachen machen. Wir haben ein ganz
klare Struktur aufgebaut, wo wir wissen, was der Mitarbeiter macht, wann er macht, wie er macht, und das kriegt auch jeder mit. Es ist perfekt, so, so wie es ist. Dann haben wir die Rechnungen und digitalisiert, dass das auch in ein richtiges, gutes Programm, das ist jetzt Mendato in dem Fall. Wir haben Mendato eingeführt und das auch umgesetzt, und es wird jetzt weiter ausgebaut, sodass die ganze Auftragsorganisation da reinkommt, dass wir nicht 20 Excel-Tabellen haben. Wir haben teilweise immer noch, weil das kommt mit der Zeit, aber das ist auch so ein Punkt, wo wir dran arbeiten, und dank EMR-Strategie und dir, Umut, haben wir natürlich den Einblick, wie sowas funktionieren muss. Und Webseite habe ich gesagt, Facebook habe ich gesagt, also Digitalisierung, Prozesse in Abteilungen, also Abteilungen zu strukturieren, Prozesse aufzubauen, aufzusetzen, und ja, es ist eine Menge passiert in dieses Jahr. Und so spontan kann ich fast nicht alles abdecken, was ich alles gelernt habe. Und wir haben noch so viel zu tun, deswegen habe ich dann auch gleich gesagt, dass ich weiter dran bleibe und in der EMR-Familie bleibe, um das weiter aufzubauen und zu professionalisieren. Kundenakquise hat sich nicht verbessert, hat sich entwickelt, weil wir haben das nicht gehabt. Und wir wussten nicht, was Kundenneugewinnung ist. Und so durch die EMR-Strategie haben wir das alles eins zu eins eingesetzt. Wie wir die Kunden gewinnen, wie wir uns präsentieren müssen, wie wir Angebote stellen, wie wir kalkulieren, wie wir alles aufsetzen, dass wir einen professionellen Eindruck machen. Das ist sehr wichtig, wir haben das gesehen. Ich habe früher das auch so gemacht, wie ich dachte. Ich habe mich immer gewundert, dass es nicht funktioniert, und immer wieder neu angefangen und immer wieder Sachen versucht, aber innerhalb jetzt, ich glaube, seit wir Vertrieb angefangen haben in unserer Firma, innerhalb 4 Monaten. Von einem Dreivierteljahr haben wir angefangen mit dem Vertrieb. Genau. Genau. Also, wie gesagt, früher haben wir dann hauptsächlich Subunternehmer, Aufträge gehabt, und seit jetzt Vertrieb angeschaltet haben. Anne, vielleicht möchtest du kurz erzählen, wie die Entwicklung war in den letzten 4 Monaten bezüglich Neukunden. Gern. Also wir haben vor circa einem Dreivierteljahr den Vertrieb aufgebaut. Wir haben von EMR Strategien, Videos bekommen, Anleitungen. Es gibt auch immer montags den Vertriebscall mit Arman, wo du jede Woche Mittwoch montags um 17 Uhr reingehen kannst und dich austauschen kannst. Und dann haben wir angefangen, uns die Videos anzuschauen, sind die Vorlagen durchgegangen, haben Kontakte gesammelt, und dann ging es los mit dem Telefonieren. Und ich muss wirklich sagen, mit den Vorlagen, die wir bekommen haben von euch, es ist unglaublich, was man damit erreichen kann bei dem potenziellen Kunden, den man gegenüber hat. Und ich würde sagen, in der Zeit von einem Dreivierteljahr haben wir knapp 30 Neukunden gewonnen, eigene Kunden. Und ja, es ist... Ich kann es jetzt weitergeben an eine Angestellte, die wir jetzt schon haben, die auch Telefonakquise betreibt, und bei der funktioniert es genauso gut. Die schaut sich auch die Videos an, macht es nach der Vorlage, und es funktioniert einfach. Also das ist eine Strategie, und die funktioniert immer, egal wer das macht. Wenn wir uns dran halten, dann kriegen wir auch Resultate dafür. Und das ist halt so schön, dass, ja, dass wir eine Struktur bekommen und wissen, wie das zu funktionieren hat. Und ja, du dann automatisch, wenn man sich daran hält, auch wirklich ein Resultat bekommst. Ne? Und bei uns sind es halt fast 30 Neukunden, und ich würde sagen, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Wir konnten Unterhaltsreinigungen gewinnen bei Praxen mit zum Beispiel 4 Standorten, die 3 bis 4 Mal die Woche eine Reinigung erhalten. Wir haben Büroreinigungen erhalten. Wir haben aber auch bei Architekten, wo wir zum Beispiel noch nicht die Büroreinigung erhalten haben, bekommen wir aber Bauendreinigungen, die wir auch regelmäßig bei uns einfließen. Wir haben auch Architekten, wo wir Büroreinigungen machen und dann, wie gesagt, regelmäßig Aufträge bekommen. Also wir haben auch in der Gastronomie noch Kunden gewonnen mit mehreren Standorten, und nicht nur mehrere Standorten in München, sondern auch in andere Städte. Also wir sind jetzt dabei, ein bisschen zu expandieren, auch in andere Städte.
mit mehreren Standorten. Aber das ist auch nicht selbstverständlich, das ist auch mit einer riesen Unterstützung von der EMR-Strategie und alle Coaches, die da drin sind, weil es nicht nur ein Coach, da sind hunderte Coaches. Und ja, das ist einfach mega, 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 mega wertvoll. Wir können bei jedem Kunde einfach nochmal in die Calls reinkommen und dementsprechend mit der Coach Feedback holen, ist das richtig, ist das der Zeitraum, machen wir das jetzt so, Kalkulationen nochmal durchschauen, dass es alles passt und so kommen wir einfach voran und kommen immer wieder mehrere Kunden dazu und das macht Spaß. Durch den Vertriebsaufbau haben wir dementsprechend viele neue Kunden gewonnen und das in Zahlen bedeutet für uns eine Verdoppelung von Umsatz innerhalb 5-6 Monaten und im Zahlen auf jeden Fall um die 20.000 Euro plus. Ich habe jetzt nicht so alles im Kopf, aber es ist auf jeden Fall in dieser Zeit um die 20.000 Euro mehr Umsatz durch die Vertriebaufbau, wie gesagt, und die EMR-Strategie. Die Ergebnisse sind der Hammer. Also im ersten Schritt haben wir die Subunternehmerpreise angepasst. Das gab eine 20%ige Mehrumsatz monatlich. Dann dadurch, dass wir innerhalb kürzester Zeit unsere eigene Kundenstamm verdoppelt haben, dementsprechend haben wir unseren Umsatz verdoppelt. Und das ist ein monatlicher Umsatz plus minus 20.000 Euro, was jetzt reinfließt. Und ja, wir werden bestimmt über den Jahr hinaus gesehen das nochmal verdoppeln. Die Marke wird auf jeden Fall auch dank euch jetzt wird immer mehr zunehmen von Präsenz durch die Online-Sichtbarkeit, Webseite, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Da sehen wir auf jeden Fall viel, viel Potenzial. Sauber wie noch nie wird auf jeden Fall eine coole Marke sein. Und da gibt es sehr viel Potenzial. Und ich bin sicher, dass wenn wir weiter die Leitfaden von euch umsetzen und folgen, also folgen und umsetzen, dass wir dieses Jahr nochmal zu einer Verdoppelung von Umsatz kommen werden. Wir haben klare Ziele gesetzt und wir arbeiten stark daran, dass das kommt. Und vielleicht, Anne, möchtest du sagen bezüglich Ziele für dieses Jahr, was uns noch vielleicht erwartet? Ja, wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall 50 Neukunden gewinnen. Wir haben ja jetzt schon fast 30, also sieht sehr gut aus, dass wir dieses Jahr das auf jeden Fall noch machen und umsetzen können. Genau, und ich wollte nochmal aufs Logo eingehen. Ich finde das Logo an sich einfach gut. Der Slogan sauber wie noch nie, das kommt auch unglaublich gut bei den Kunden an. Wenn nachgefragt wird, wie heißt Ihre Firma? Und ich sage dann sauber wie noch nie. Das ist so ein, das catcht die Leute so. Ne? Das spricht für sich schon. Und auch das wollen wir auch übertragen bei unseren Reinigungen. Egal welche Art von Reinigung wir machen, dass es wirklich sauber wie noch nie danach ist. Genau. Und das, ja, muss ich sagen, kommt sehr gut an. Das ist auch immer so ein Sympathiepunkt, den man dann übertragen kann, persönlich oder am Telefon. Ja, ich würde anderen Unternehmern raten, sich jemanden zur Hand zu holen, der wirklich eine Struktur hat in seinem Kopf und das alles schon mal durchgegangen ist. Bei EMR ist es so, Umut ist da, der weiß, wie das funktioniert, der hat sich einen unglaublich tolles Unternehmen, unglaublich tolles Geschäft aufgebaut, der hat unglaublich viele Kunden, einen unglaublich großartigen Umsatz und das ist ja auch so ein Vorbild für die, die zu EMR kommen, das zu sehen und dieses Ziel vielleicht auch erreichen zu wollen. Also wir haben das auf jeden Fall als Ziel, dass wir auch mal so weit kommen wollen, wie du jetzt bist. Genau, und ich kann es einfach nur jedem wärmstens empfehlen, zu Umut und EMR zu gehen. Das Ziel ist einfach. Wir möchten 1 Million knacken, umsatztechnisch. Wenn wir das systematisch aufbauen, das ist auch möglich. Mit eurer Unterstützung schon 100%.
möglich. Und Mitte nächstes Jahr sollte das passiert sein, weil wir bauen dann, wie gesagt, die Prozesse noch und wir bauen dann so weit auf, auch in Struktur als Unternehmer. Und da geht's die Reise hin.